Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Tales of Symphonia. Ja, wir haben ein Regal mitgenommen. Wir wissen nicht ganz, ich weiß noch nicht so ganz wohin mit dem Regal. Wir waren im Dorf Mitsuhe oder wie auch immer und sollen jetzt eigentlich Presser wegbringen. Ne? Ich vermute mal, dass wir wieder in den Wald müssen und dann da lang, wo die Geräusche herkamen. Gehe ich mal von aus. Natürlich habe ich recht. Nein, jetzt fängt schon wieder an. Hilfe. So, wir können da ins Wasser. Lass mich in Ruhe. Du Kröte. Natürlich bin ich okay. Hä, warum müssen wir denn schon wieder... Achso, wir waren schon wieder. Ich meine, ja, ich mag ihn eigentlich, weil die Magiefähigkeit von ihm halt echt nice ist. Aber, es ist ja, ich meine, sie ist echt nice, aber trotzdem. Ich meine, der ist echt stark. Das ist das Doofe, der ist echt stark. Er ist halt nur weich. Nein, ich will, komm, ich will, ich bin die ganze Zeit an Hadern, aber das Regal möchte ich nicht mitnehmen. Das steht nur im Weg. Außerdem bin ich sehr schlecht da drin, Möbel aufzubauen. Und wenn der mal am Boden liegt, ich krieg den, glaube ich, nicht gerettet. Ich habe lieber Rain als Einzige, die hinten ist. Und wir prügeln vorne uns rum und sie kann in meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe heilen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Kleiner Litter. Du bist Presser, richtig? Deine Familie... Hey, lass sie in Ruhe. Entschuldigung, du bist also ihr kleiner Ritter. Mach dich nicht über mich lustig, ich bin ein Magier, verstanden? Genius. Was ist? Keine Angst, ich werde dich beschützen. Er strahlt keine Feindseligkeit aus, es gibt keinen Grund zum Kampf. Oh. Außerdem brauche ich deinen Schutz nicht. In your face. Ozzet. Okay, ja, bevor wir nach Ozzet reingehen, ist erstmal Walking Simulator angesagt. Es gibt viel zu viel zu entdecken, als dass wir jetzt nach Ozzet reingehen, oder? Zumindestens... Oh nee, ich kann da jetzt noch nicht Boot fahren. Wenn ich jetzt Boot fahre, dann komme ich hier nie wieder mehr her. Wenn ich jetzt mit Boot fahren anfange, lass mich wenigstens gucken, ob hier irgendetwas... total romantisches liegt. So wie der hier. Der ist super romantisch. Jetzt haben wir Feuer in unserer Waffe, oder? Oder hat sie jetzt nur Feuer? Warum beschwört sie den jetzt eigentlich? Was? Stirb, Marienkäfer! Wir setzen Ifrit gegen Marienkäfer ein. Und ja, wir haben jetzt Blitz in unserer Waffe. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das kommt ja auf den Gegner drauf an. Wenn wir jetzt gegen einen Kleinstein oder gegen einen Diktar kämpfen, ist es natürlich für uns ein bisschen schwieriger, weil wir mit Elektrizität. Aber wenn wir dann gegen einen Tauboga oder sowas, da grillen wir aber die Hähnchens raus. Warum die fesselt? Regal, warum behältst du diese Fesseln an? Damit ich nicht von der Wand kippe, Kindersicherung. Sie sind das Symbol für meine Verbrechen. Ein Verbrechen, das du durch Fesseln symbolisierst? Ich weiß, du hast Fesseln gestohlen. Nein. Er ist eine Domina. Oh, obwohl, oder auch nicht. Du bist vermutlich durch die Gegend gerannt und hast andere gefesselt?
Entschuldige, ich denke, ich hätte es so ausdrücken sollen, dass es verständlich ist. Ja, denn ich bin ein bisschen strunzedämlich. Da musst du immer, du musst immer damit rechnen, ich bin strunze. Okay, wir konnten uns nicht wirklich viel umgucken. Ich will, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, schipper ich durch die Weltgeschichte. Weil jetzt sind wir außerhalb von dem kleinen Insel und dann seht ihr mich nicht mehr wieder. Deswegen gehen wir jetzt einfach nach Osset. Ort der Stille. Osset. Osset. Lloyd, we have to follow her. Warum? Huh? Yeah. Ich muss sagen, Genie ist weg. Ein bisschen. Der wirkt ein bisschen zu rollig, da kann ich nicht mit um. Apropos, ich kann nicht mit um. Und rollig. Oh, du betörendes Stück. Du machst mich ja ganz verlegen. Kiriam. Mal, oder so. Das habe ich zu schnell weggeklickt. Hi. Oh, speichern ist schon mal gut. Hi. Ich habe dich so vermisst, Zuckerpüppchen. Ah, es hat schon lange niemand mehr mit mir geflirtet. Huch, oh Mann, ich wollte mit Papageien reden. Oh Mann, manchmal enttäuscht er mich auch. Ich wollte das Pornohäftchen haben. Ich wollte mit dem Papageien reden. Und jedes Mal ist das nur so ein Scheißkoch. Das nächste Mal muss ich dringend auf Toilette. Sehe eine Toilette und dann ist das der Koch, oder was? Kacke. Filetsteak, das ist ja... Das ist atemberaubend schön. Fleisch, Tomaten, Zwiebeln. Scheiß auf Zwiebeln. Was ist los mit euren scheiß Zwiebeln? Oh, ich werde richtig aggro, wenn ich immer Zwiebeln lese. Nee, leb wohl. Mann, ich dachte, wir könnten mit den Papageien... Oh, mit den Papageien... Ich hätte mit den Papageien auch geflirtet. Verdammt. Verdammt. Eine Rose würde nie neidisch ob deiner Schönheit. Oh Gott. Da wird das... Nee. Na, du bist aber ein merkwürdiger Typ. Warum stehst denn du so sehr auf Kinder? Eine Melone. Ihre Melone habe ich erhalten, oder was? Oh Gott. Ist doch eigentlich schön hier, ne? So in den Bäumen. Das sieht aus wie ein Laden, wo ich Sachen kaufen kann. Naturkost. Oh. Das klingt so vegan. Wir kommen im Naturkostladen. Oh, vielleicht auch nicht so vegan. Wir könnten ja ein paar Erdbeeren kaufen für Obstsalat, oder? Komm. Ja, gib mir 20 Erdbeeren. Als andere haben wir eigentlich relativ unsere ran hier. Danke, bitte. Gibt es hier auch einen Waffenladen? Ja, ich weiß, ich könnte auch mit den Hunden reden, damit jeder Hund einen Namen bekommt, damit Colette... Apropos, warte. Wir haben noch ein... Idealist. TP, Verteidigung, Intelligenz. Oh, das brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Also so rein theoretisch nicht. TP, klar, ist immer schön. Verteidigung, klar, ist auch immer schön. Aber, oh, dass ich jetzt hier... eigentlich nicht. Ah, ein Waffenladen oder ein Rüstungsladen. Willkommen in der Waffenhandel, stille Anpassungsdienst. Das haben wir schon, das hat sie, das macht schlechter. Der ist mir egal, Seidenhandschüchen. Magisches Tuch, wir brauchen echt diese Gegenstände. Warum kann ich die nirgendwo mehr kaufen? Brustpanzer, Geist, Seidengewand, Hexerrobe, Kreuzhelm können wir für ihn mal mitnehmen. Mal gucken, ob es noch irgendwas... Hier, da gibt es noch Attacke plus 5 für. Das ist ja toll. Nee, Glück, nee. Warum steht hier zweimal Attacke?
Warum steht unten rechts Attacke und oben links Attacke? Das verwirrt mich. Aber Seidenhandschüchern würde ich jetzt für sie noch, dass sie halt ein bisschen Verteidigung hat, aber... So, neuer Helm. 4 Verteidigung, nehme ich immer mit. Man weiß ja nie. Ich finde es gut, dass der Fluchtwert da eigentlich relativ hoch ist. Was habe ich hier gekauft? Ist hier sowas hier gekauft? Ja, ich habe die Seidenhandschuhe. Scheiße auf Glück, oder? Wobei für ein Verteidigung... Ach komm, tschüss. Für ein Verteidigung 5 Glück aufgeben. Ich habe keine Ahnung, was Glück bringt. Ich vermute mal kritische Trefferchance. Aber brauchen tue ich es nicht. So. Wir suchen aber... Hi. Okay, dann ist eine Kiste. Darf ich? Nein, darf ich? Ich darf dich nicht bestehlen? Okay. Na? Jetzt. Ich war zu nah dran, um die Tür zu öffnen. Ihr kennt es vielleicht. Wow, diesen Weg habe ich jetzt durch Zufall gefunden. Schön. Are these guests as well? Die arbeitet mit ihm zusammen? Oder? Porters. Oh, I see. Persea, we have to make a key crest for you. My job awaits. Goodbye. Am Arsch, Mann, ich hab dich ausgerüstet. Gib mir meine Sachen zu. Only Persea can retrieve the sacred wood used in the ritual at the church. I'm quite pleased that she has finally returned. That man, he's a half-elf. He is? Now that you mention it, didn't we see him in Meltokio too? He's creepy. I agree, but I gotta say that I feel sorry for the guy. I mean, he has to deal with the fact that there are magnificent specimens of males around like me. I'd say you two are on the same level. I heard that, you little twerp. At any rate, we should have a talk with Persea. Yeah. Aber den haben wir ja auch schon mal ganz, ganz, ganz am Anfang gefunden. Smell. Look. Oh my. How horrible. Da ist eine Leiche drunter, oder? Sind das ihre Eltern? What the? This is not cool. How could this happen? Most likely the effect of X-Fear's parasitism. Persea has no idea what's become of the person in that bed. How could that? Persea, are you not coming with us? I must do my job. Let's leave Persea here for now. Here? If we try to move her, she will just fight back. Let's go see Altessa by ourselves, to ask him about repairing the key crest. Yeah. Dieser seltsame Gast von Persea, er war auch in Meltokio, nicht wahr? Ja, ich habe ein ungutes Gefühl. Ich konnte den Geruch von Blut an ihn wahrnehmen. Lass uns schnell zu Altessa gehen. Es ist gefährlich, Persea mit dem Mann alleine zu lassen. Oh Mensch, die tut mir irgendwie mega leid. Die tut mir irgendwie wirkt die so richtig, richtig Sünde irgendwie. War schon aber schon lange tot. Aber wenigstens sieht man so ein bisschen Skelett, dass du dir das erahnen kannst. Alles ist heruntergekommen in ihrem Haus und sie ist nur dazu da, um dieses heilige Holz zu schlagen.
Das ist irgendwie schon bitter. Und sie kriegt das ja nicht mal mehr alles mit, was abgeht. Das ist irgendwie schon ein bisschen raff. Oh Gott, die fällt. Colette, ist alles in Ordnung? Ja, ich bin gestolpert. Ganz schön ungeschickt, was? Hast du dir wehgetan? Nein, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich wollte tatsächlich gar nicht raus. Ach, von da oben sind wir... Ah, ja, okay, von da oben sind wir gekommen. Steht denn hier? Steht hier irgend... Kann ich hier was? Nee, schade. Okay, wir müssen doch raus, weil wir müssen ja nach Altea oder Altessa oder wie auch immer. Ich glaube, wir verlieren langsam wieder Colette. Also sie hat ja jetzt mal irgendwas von einer steifen Schulter gesagt. Da an das Loch. Achso, da an das Loch. Altessas Haus. Das ist wohl ein Hobbit. Alles klar, ein Hobbit. Nee, er soll ein Zwerg sein. Zwerge leben auch so. Zwerge leben auch so eigenartig. Aber ein Hobbit auch. Wobei, der will mir hier Gras sein. Hobbits rauchen sehr gerne Gras. Who is it? Hi. Na? Zuckerpuppe? Oh Gott. Excuse us. We've heard that there's a dwarf living here. Is there any chance we could see him? You desire a meeting with Master Altessa. Please, come inside. Who are you people? My name is Lloyd. We've come in regards to Persea. We heard about you from Kate in Cybac. Leave. What? I don't want anything more to do with that girl. Get out of here. What was that all about? I apologize. The master does not want to get involved with Presea. Warum hat jeder hier eine Sexpuppe? Warum hat jeder hat hier irgend so eine psychisch kranke Sexpuppe, die ihn bedient oder was? Schön. He doesn't care if she dies? It is not that. It is because the master regrets what he has done. Then please, save Persea. All she needs is for her keycrest to be fixed, right? I do not know if that would truly be in her best interest. Why? How could anything be worse than living in that cruel condition while waiting to die? If you are that committed, then you should search for inhibitor ore. Persea's keycrest isn't made out of inhibitor ore? Correct. Her crest is. Tabitha, what are you doing? Get rid of them. I apologize. I must return. Please come back again. I will attempt to persuade him. Where can we find the inhibitor ore? I've heard it's mined in the mountain range that extends between Altamira and the Ymir Forest. I would like to help if you're going to create a keycrest for Persea. I can lead you to the mine. Just what is your relation to Persea anyway? There is none. Yet you sure seem concerned about her. Well, either way, you haven't done anything suspicious so far. You're welcome to come along with us. Inhibitor ore is found relatively near the surface of the X-Sphere mine. The mine I know of is across the sea from here, on the southern continent. You said Altamira, right? That place is awesome. Let's stop by there on the way. We don't have time to hang out at that gaudy resort. The sea? We're going out to sea again? Okay then, let's go. Yeah. Let's hurry. Rain is really begeistert. By the way, this has been bugging me for a while now. Haven't we met somewhere before?
Fine. Ignore me. Not very friendly, are ya? Du doch auch nicht. Außerdem war das der Typ, der dich flachgelegt hat. Der behandelt dich halt genauso, wie du die Frauen behandelt. Danach. Dieses Mädchen, Tabitha, ist wirklich ein bisschen seltsam, findet ihr nicht? Findest du? Wie soll ich sagen, sie erinnert mich an dich. Als du während der Verwandlung in einen Engel dein Herz verloren hast. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht atmet. Was? Willst du damit sagen, sie hat wirklich nicht geatmet? Meinst du das ernst? So scheint es. Vielleicht hat sie auch nur hart trainiert, so dass man ihre Atmung nicht bemerkt, aber... Jetzt sag nicht, sie ist auch ein Engel. Sie scheint keine schlechte Person zu sein. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Ich sag immer noch eine Sexpuppe. Aber gut, das sag ich. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Was habe ich schon zu sagen? So, ich stelle mich jetzt aber hin und ich muss leider die Aufnahmepause machen, weil gleich kommt die Frau nach Hause und ich muss Essen kochen. Das klingt nach einem richtig guten Mann, ne? Ja, ja, so bin ich, so bin ich, so bin ich. Wir können übrigens mal gucken, ob wir schon irgendetwas können. Demonic Thwaff. Demonic Tiger Blade. Okay, was ein Tiger Blade ist, das da. Muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich 31 Mal benutzt, müssen wir noch ein bisschen mal. Und Demonic Thrust ist bestimmt was von Hurricane Thrust. Sonic Thrust von Hurricane Thrust. Und ist dann den Demonic Thrust. Kombiniert aus Demon Fang und Sonic Thrust. Demon Fang haben wir und Sonic Thrust müssen wir auch noch machen. Was hast du? Akku, ne, erhöht zeitweise den Angriff aller Mitglieder. Bitte, ja, gib's mir. Das würde... Ich denke mal, sowas wie Sharpness, ne? Also, rein theoretisch sowas wie das hier. Also, sie müsste nur mal Sharpness einsetzen. Du hast alles, was du kannst. Du bist mir vollkommen egal. Aha. Item Recover. Chance, im Ziel ein Item und geil zu stehen. Aha. Double D-Mail Fang, Hurricane Thrust, Eruption. Eruption. Ich weiß, es war Silos, aber trotzdem Eruption. Okay, ja, ich stelle mich jetzt hier hin, speichere und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Und dann spielen wir bis zum Stream, denke ich mal, durch. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ist es ja mal alles mit Arbeit verbunden. Okay, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.